Guten Tag, hier spricht wieder euer Pain Game und wir spielen weiter Witcher 3 und gucken mal, was Ciri und Jen gefunden haben. Viele Geralt? Oh, wie das? Ein Spiegel? Elfen haben ein Händchen für Düfte. Das heißt, du ist noch ein Elf oder irgend sowas wahrscheinlich. Aber es endet. Es ist sehr dunkel, Leute. Hier drin. Mal sehen, was Avalach tatsächlich vorhat. Genau, das bin ich auch gespannt, Leute. Alter. Wer wohnt denn da, Leute? Aha. Wer ist denn das? Wie seid ihr hier hineingekommen? Wir sagen erstmal, wir wollen nichts Böses. Wir wollen dir nichts tun. Mir ist ganz egal, warum ihr hier seid. Verschwindet! Du! Ich erinnere mich an dich. Von Tir Nalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Aha, was denn? Zum Beispiel? Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Lara? Wer ist denn Lara? Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Alter, was ist denn das für ein... Alter, jetzt geht's aber noch zu froh. Wort und was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Alter, was ist denn da los? Alter Schwede, das ist heftig, Leute. Wenn du so hast, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Aber... Was sagen wir jetzt, Leute? Das ist jetzt ein... Glaubst du ihr das? Ciri, du hast ihr doch wohl nicht geglaubt. Sie ist... persönlich betroffen von der Sache. Das ist klar. Na und? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Oha, jetzt geht's ab, Leute. Oh Mann, was ist hier los, Leute? Was hat Avalach vor mit ihr? Das ist echt nicht normal, Leute. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Ja, mach's doch einfach. Tob dich aus. Lass es raus einfach. Upsala. Hä?
Na, lassen wir es ein bisschen raus. Räumen wir ein bisschen auf, Leute. Oha, jetzt geht's aber ab, Leute. Abreagiert, Thierry. Oh, sie mag's, glaube ich, nicht so, die Jenny. Ich find's nicht so gut. Schon besser. Und jetzt weg hier. Haha, guck, ihr geht jetzt viel besser. Das ist jetzt wichtig, dass ihr es gut geht. Aha, aha. Jen hat auch was gemacht. Ach, alter Schwede. Oh Mann. Junge, Junge, wird auch was gefeiert. Das muss da aber sein, Leute, bitte. Ach, wenn es vielleicht nicht so richtig war, Leute. Aber es hat einfach mal Spaß gemacht, fand ich. Und das ist das Wichtige, wenn es Spaß macht, soll man es machen, finde ich. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Oh nein. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Oh nein, nicht gut. Du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Genau, so Mama. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Wir gehen zusammen, das ist besser. Man weiß jetzt, was noch alles passiert, Leute. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Hm. Bis dann. Das war das Wichtigste, Ciri. Abschied nimmt, Leute, das ist wichtig. Da hat sie ja geholt. Das ist dann immer das Nervige, wenn man geliebte Leute nicht noch mal sehen kann. Dann muss man zumindest an den Grab gehen, finde ich. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Suchen wir es gemeinsam? Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Hoffentlich. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotmir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Oh nein, Alter, wenn das wäre heftig, Leute.
Wenn das wirklich wäre, also. Das wäre jetzt echt heftig. Oh nein. Ja, so ein richtiges Grab kriechen, Leute. Mann, weil das schon heftig ist. Da hat Ciri gerettet und geholfen. Man soll ein schönes Grab kriechen, Leute. Oh nein, was ist denn da hinten los? Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Nicht so laut. Sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Alter, aber das ist schon heftig, was die da machen, meine. So was von abnormal finde ich schon heftig. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Oh Mann, ja, dachte ich. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Genau, das ist jetzt gut, Leute. Meine. Vielleicht ist... kriegt er doch ein schönes Leben noch in seinem, wo er jetzt lebt. Zurück zum Boot. So Leute, machen wir vielleicht eine kleine Schifffahrt und noch ein bisschen mit Ciri. Vielleicht, das wäre alles nur schön, so eine kleine Seefahrt mit unserer Schülerin. Oder eigentlich fast kann man schon fahren, Töchter mehr, schon immer mehr. Oh, und zurück sind wir mal wieder. In Artgelehr. Kleine. Oh Gott. Sieht aber ziemlich, nämlich so gut aus hier, oder? Das sieht nur so komisch aus. Oder? Okay, jetzt müssen wir noch die anderen noch retten, Leute. Jetzt noch Wendy, Vido, Vigo. Müssen wir jetzt noch retten. Aber erst spare ich mal sicherheitshalber, Leute. Das ist jetzt besser, wenn wir jetzt speichern und dann... Oh Mann. So hinreißen wir jetzt leider. Jetzt wird's heftig, Leute.
Lassen hier passiert, Leute. Das komplette Dorf ist zerstört, Leute. Alter, was geht denn hier? Alter, was geht denn hier ab, Leute? War das Dorf immer schon so zerstört, Leute? Echt komisch, oder, Leute? Scheiße. Nein. Okay, Leute, das heißt, wir müssen das Dorf... Oh Mann, Alter, was geht denn hier ab, Leute? Das ist ja abnormal, finde ich langsam. Junge, Junge, was hier abgeht, Leute. Das Dorf tun wir uns erstmal befreien, Leute. Das ist erstmal wichtig, das Dorf zu befreien, Leute. Alter, was hier ab? Werden wir uns erstmal hier umgucken. Oh Mann, nein. Da oben war jemand. Okay, wo man ganzes Dorf geschlachtet. Nicht gut, Leute. Oh, und eine... Hopp, komm runter.
Alter, endlich sind hier mal ein paar weg hier, Leute. Oh Mann, endlich. Guck mal, sicherheitshalber hier hoch nochmal, Leute, mir passt. Okay, braucht man einen extra Schlüssel dafür. So, erstmal noch ein schönes Hühnchenbrötchen, oder Leute? Oh mein, was hier abgeht hier im Spiel, Leute. Bisschen Fleisch brauchen wir noch ein bisschen, Leute. Aber echt traurig, was hier abgeht, Leute, in Oxkeleton. So, Leute, jetzt müssen wir erstmal runterkommen von diesem. Leute, aber ich denke, auf das Schiff gehen wir erst beim nächsten Mal hin. Somit sagt euer Peter Gaming wieder. Tschüss, bis dann und Peachy.